Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, wir haben unsere B-Mod getestet. Wir haben uns jetzt erstmal für Flak entschieden. Das mit dem Schrot, das war zwar gut gemeint, hat aber überhaupt gar nicht das gebracht, was ich mir da jetzt erwartet hätte. Aus dem Grund rüsten wir die auch schon wieder um. Wir haben jetzt auch einiges mal an Geld zusammen. Und ich denke, wir werden jetzt auch der B-Mod einfach auch noch ein paar Schiffe mitgeben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Würde da gerne noch ein paar Ares kaufen. Erstmal eine, die zerstört worden ist. Muss ich selber mal überlegen. Wir haben die ja alle im Grunde gleich ausgerüstet. Lass uns mal gerade schauen. Wenn wir jetzt alle Ares nehmen und die verkaufen, haben wir unterschiedliche Preise. Das heißt, LOA 997, gucken wir mal gerade. Ich vermute, da hatten wir die Schilde noch nicht umgerüstet. Kann das sein? Jetzt sind noch die paranetischen Schilde drauf. Ich denke, das werden wir dann für alle Ares einmal anders machen. Obwohl die Schilde halt echt teuer sind. Obwohl, ich glaube, zu teuer waren die gar nicht. Lasst mal schauen. Das hatten wir da bei den Pio gemacht. Wenn wir da die Hauptschilde umswitchen, hat jetzt 3,8 und wir haben dann echt mehr. Aufladeverzögerung ist zwar ein Tick schlechter, aber auch nicht viel. Was macht auf jeden Fall Sinn, die auf tyrannische Schilde umzubauen. Wie geht's denn unserer Hokkaido hier? Die wird schon wieder belämmert. Das ist natürlich schade. B-Mod ist unterwegs. Wir sind damit dabei. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt 16 Schiffe, wenn wir die Ares ersetzen. Wir bekommen theoretisch 40 auf die B-Mod drauf, auch wenn es nicht gerade realistisch ist. Wir werden auf die neue B-Mod wesentlich weniger drauf bekommen, leider. Deswegen, das ist so ein bisschen das Ding hier, ne? Aber ich denke, wir kaufen jetzt einfach mal noch 16 Stück nach. Was uns kostet überhaupt. Wenn wir die auf Puls lassen. Oder halt wirklich mal das mit den Bolzenrepetierern hier ausprobieren. Das ist eigentlich echt gut. Das ist für die Power auf jeden Fall. Macht es einen Unterschied. Der Nachteil ist eben, die treffen dann nicht so ganz genial. Finde ich. War dann noch zur Auswahl. Schrotbatterie, das ist auf Range immer ein Problem. Hatten wir jetzt auch gerade bei den Geschützen an der B-Mod gesehen. Wir lassen es mal auf Pulslaser stehen. Oder wir machen eine Flotte gemischt. Aber ich denke, so können wir das Schiff erstmal einkaufen. Das heißt, ich hätte gerne. Bild haben wir gar nicht. Kaufen wir erstmal 8 Stück ein. Die kosten 16 Millionen. Ja, das gönnen wir uns jetzt. Verkaufen jetzt ja auch gleich hier noch die Phoenix hier. Liegt jetzt erstmal zum Abrüsten, bekommen wir schon einiges an Geld. 6,6 Millionen. Und dann bekommen wir noch durch den reinen Verkauf des Schiffs noch um die 7 Millionen. Und wenn wir jetzt mal in unsere Finanzen reinschauen, da kommen auch gleich wieder einiges an Credits rein und deswegen ist das eigentlich kein Problem. Jetzt haben wir hier noch unsere Hermes-Flotte. Steht hier jetzt mal noch rum, die können wir uns mal noch aufheben, falls hier nochmal ein Phönix unterwegs sein sollte. Und fürs Erste gehen wir jetzt mal erst nach Argon Prime. Entsprechend werden wir dann auch die angeschlagenen Schiffe reparieren. Ja, der hat hier immer noch Medikamente mit dabei. Aber hier ist eigentlich auch erstmal Ruhe. Wir gucken mal gerade hier in den überwachten Sektor rein. Es würde mich freuen, wenn die Teladi sich beginnen hier auszubreiten. Den gehört auch immerhin der Sektor schon. Werden wir sehen. Wie sieht es mit dem Bau der Ares aus? Die haben noch gar nicht angefangen.
Gut, aber das ist kein Problem. Die werden noch kommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch da andere Jäger besser gefallen würden auf der BMOD. Ich finde die Ares immer noch die sinnvollste Variante, trotz der Geschwindigkeit. Haben einfach 4 Geschütze und eben die Schildkraft. Wobei die Kalis ja 4 Schilde sogar tragen kann. Ne? Wir hatten es ja mal gesehen. Ich glaube, das war die Kalis gewesen. Die kann 4 Schilde tragen. Ist im Grunde aber auch genauso langsam in Anführungszeichen wie die Ares. Dann kommt es drauf an, Protonen-Sperrfeuer. Das könnte man mal ausprobieren. War da jetzt, oder eben die Pulslaser, die eigentlich sogar stärker werden bei den... Müssen wir echt mal überlegen, ob wir vielleicht mal ein paar Kalis kaufen. Einfach wegen den Schilden. Aber das ist jetzt auch nicht alles, ne? Das ist halt einfach ein Ding. Aber 6000 Schild ist schon ein bisschen was. Hat schon fast so viel wie ein M-Schiff mit einem Schild. Ging ja mal mit der BM-Mod mit. Da sind wir eigentlich gut unterwegs. Gut, macht das hier auch ganz, ganz toll. Und... Erwarten wir mal, bis die Ares hier fertig sind. Unsere Yasuo ist hier geparkt. Können wir vielleicht auch nochmal zurückrufen oder wir lassen uns einfach mal noch dort stehen. Wir teleportieren uns in der Zwischenzeit mal aufs Hauptquartier und werden die Schmuggelwaren an den Tresor übergeben. Erreiche System. Und dafür gehen wir ins persönliche Labor. Büro war das, glaube ich, ne? Da haben wir das Teil. Einmal hier die ganzen illegalen Waren. Die schmeißen wir jetzt hier einfach alle auf die Station. Die ganzen Raumfliegeneier und so weiter. Jetzt Umgehungssysteme. Dann dürften wir jetzt im Inventar nichts Rotes mehr drin haben. So soll es sein. Schmeißen wir es zurück auf die BMOD, dass wir da einfach mal ein bisschen Gesellschaft sind. Und hier das Gepiepe, das wir da immer so schön hören in dem Büro, ist in der Beta nicht mehr drin gewesen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass das ausgepatcht wird demnächst. Denn ansonsten macht für mich das Büro auch einfach keinen Sinn. Bin aber auch zur Verwaltung lieber auf irgendeinem Träger oder Zerstörer statt auf einer Station. Hätten wir wieder so ein böses Schiff. Wir wechseln auf die Yasuo, wir werden das nochmal übernehmen. Den Tiladi auch einen Gefallen getan. Ah, die Hokkaido ist hier noch dabei. Kann ich helfen? Ja, steh mal auf. Bräuchten eigentlich so Yasuo, ne? Mehrere Yasuo. Die würden als Abfangjäger echt gut kommen mit 4 Waffen und der Geschwindigkeit. Erreiche System, frommer Nebel. Fliegen wir jetzt einfach mal mit. Phoenix ist immer noch unterwegs, ist halt sehr langsam. Werden noch nicht alle Antriebe repariert worden sein. Ares werden leider immer noch nicht gebaut. Bin am Überlegen, ob wir vielleicht Usad ersetzen. Die sind eh relativ langsam. Wenn wir die ersetzen gegen Kalis, das macht, denke ich, wesentlich mehr Sinn. Ich glaube, die Bussard sind gar nicht mal so schnell. Sind im Grunde genauso schnell wie eine Kalis. Erreiche System. Nur, dass die Kalis, ja, okay, 4 Schilde hat, aber dafür nur 2 Waffen. Könnte man mal überlegen. Erreiche System, 3 Einigkeiten. Achso, und wir hätten hier noch eine Ares verloren. Das heißt, ich müsste eigentlich noch eine kaufen.
Haben wir einfach mal noch eine mit dabei. System. Leuchtendes Versprechen. Erreiche System. Profit Center Alpha. Autopilot schmeißen wir raus. Wir fliegen direkt zum Schiff hier rüber. Minotaurus. Plünderer. Mal gucken, ob wir die. Eingeschaltet. Autopilot. Okay. Ausgeschaltet. Scan das Schiff. Ja, das sind Piraten, klar. Damit helfen wir aber dem Ladi, oder ne, das war eine Boa, die wir ja gerade gesehen hatten. Wurde jetzt wieder eine Hermes zerstört in frommer Nebel durch die KDH. Echt mies da mit denen. Ja, der Laserturm hilft da jetzt auch nicht viel. Okay, was haben wir denn jetzt gemacht? Kanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. Negativ. Ah, okay. Dann ist ja alles was gut. Was wollen Sie? Wirf deine Frachter. Ergib so dich. So schnell werde ich nicht aufgeben. Oh, schade. Gucken wir dir mal nach. Du willst scheinbar flüchten. Oh, was macht denn der hier, das Schiff, ne? So, jetzt aber. Andocken abgebrochen. Will hier, glaube ich, flüchten. Ja, dann fliegen wir nach. Jetzt unser Leitsystem da drauf. Autopilot eingeschaltet. Autopilot, dann passt das. Gucken, dass die Ares hier mal bald gebaut werden. Das wäre ganz praktisch. Ja, und die KDH, die haben ein Schiff von uns zerstört. Und zwar direkt hier in frommer Nebel. Irgendwo. Und gleich mal ins Log rein. Noch ein paar Kargschiffe. Ah, da ist ja dann Typ schon wieder. Ja, das hat jetzt hier der Transporter hinbekommen. Schade. Naja. Okay, ein Ares wird gebaut. So langsam kommen die vielleicht mal bei hier. Gucken wir mal einmal noch mal in unsere Finanzen rein. Und da mal erstmal das Geld noch mal rüber. Station lassen wir mal so laufen. Muss ich mir überlegen, wir haben ja noch eine Ares gehabt. Stimmt, ja. Ist hier in dem Sektor, die lassen wir da mal. Welche Station hat denn jetzt eigentlich wieder einen Transporter verloren? Ja, alle haben einen verloren.
Das ist echt mies. Was ist denn das passiert? Sommernebel 11? Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Nupelius Glück von einem Kargschiff. Gehen echt schnell, hops. Aber sie kosten auch nicht viel, deswegen können wir die relativ gut nachkaufen. Sind halt 10 Transporter, ne? Wenn wir jetzt hier wirklich schon bauen könnten, dann würde ich den einfach jeweils 2 Eskorten mitgeben, habe ich schon gemacht. Und dann funktioniert das, dann haben die da eigentlich keine Probleme mehr. Aber noch sind wir nicht auf dem Level, dass wir jetzt hier sowas bauen können. Mal einfach mal rein. Ihr seht, hier ist einiges gebaut, es fehlt aber auch noch einiges, bis hier der erste Block fertig ist. Nach dem ersten Block geht der zweite los. Runde 1:1 das gleiche, nur einmal in 180 Grad gedreht. Wird aber trotzdem im Vorfeld schon mal hier noch eine Raumdock zwischenschieben, dass wir schon mal S-Schiffe produzieren können. Dafür brauchen wir aber auch das entsprechende Geld, weil die Vorlagen sind halt echt teuer. Auch wieder so ein Phönix unterwegs. Brauchen wir Vagant übernehmen. Das funktioniert einfach nicht gut. In diese blöden KDH-Schiffe. Wir fliegen da jetzt mal hin. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir echt ein bisschen auf den Nerv. Geben aber auch relativ schnell auf, meine ich. Einfach mal dahin, da gibt es ja doch einige. Erreiche System. Meißen wir hier in dem Sektor auch mal einen Satelliten raus. Oder wir gucken mal, wo dieses blöde Kargnest ist. Das könnten wir eigentlich auch mit der B-Mod kaputt bekommen. Oder die Sinn wäre sogar noch besser geeignet. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Erreiche System, Mormanebel. Erreiche Mormanebel 4. Was haben wir denn da? Schwarmwächter. Ausgeschaltet. Wir steuern mal hier die Mitte ungefähr an, so ein bisschen. Leerer Raum. Werden wir hier mal noch einen Satelliten abstellen. Jetzt hier mal gerade unser eigenes Satellitennetzwerk. Da sind auch diese KDH-Stationen. Sind ja auch eigentlich Paraniden, aber eher so diese. Obwohl, das sind so Piraten-Paraniden, hätte ich ja fast schon gesagt. Wir gucken mal in die Enzyklopädie rein. Bei die Kosaren des Herzogs, die haben. Ja, mit allen sind die verfeindet. Das heißt, es sind wirklich einfach. Piraten. Okay, na gut. Können sie ja sein. Schmeißen wir den nächsten Satelliten aus. Werden wir. Ich glaube, wir werden es mit der Kestrel vielleicht noch machen. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal so einen.
Elite, an. Danke. Fordere umgehend Verstärkung an. Da haben die hier so ein Elite-Schiffchen. Eigentlich jetzt nichts Besonderes. Hoppla. Okay, das Schiff gehört schon mal uns. Pulsar, Angreifer. Ziehen wir ein bisschen auf Piratenjagd. Wo stehen wir denn gerade? Naja, können wir erstmal so lassen. Werden wir jetzt keinen Satelliten abstellen. Komische Manöver. So, einmal sah hier noch. Ja, gut, das ging dann doch schneller als gedacht. Container. Einzigartiges Schiffs-Nanogewebe. Oh, das müssen wir mitnehmen. Das sind echt tolle Forschungsteile. Oh, wir werden ja gerade gut beschossen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist einfach hier mal raus aus der Range. Was haben wir denn da? Eine Elite auch? Elite, Angreifer. Wir haben eben auch eine unserer Hermes zerstört. Trotzdem nach. Das ist schlecht. Das ist richtig. So, dann komm, gib doch einfach auf. Ging doch mal auf Range. Waren. Container. Auch so ein einzigartiges, das ist cool. Damit können wir echt viel anfangen. Ja, unser Schiff hier wird immer noch durch die Kark genervt. Ich bräuchte mal ein paar Schiffe hier im Sektor, das wäre ganz sinnvoll. Verteidiger. Oh, die Paraniden freuen sich darüber. Und sich ja echt schon allein wegen dem, was sie da fallen lassen. Mal gucken, unsere B-Mod. Das ist ein Argon Prime. Die ist auch schon auf Black umgestellt.
kann es dann auch bleiben. Wir stellen hier noch gerade einmal ein. Fordere umgehend Verstärkung an. Sollte es vielleicht auch geben. Okay. Container. Auch wieder dieses gute Gewebe hier. Werfe aus. Oh, was ist denn jetzt passiert? Notfallauswurf erfolgreich. Ich glaube, da haben wir eine Bombe erwischt. Ach, das ist so fies hier. Wieder so ein Pilot hops gegangen von uns. Wir springen mal auf die BMO drüber. Das ist echt nervig. So, jetzt holen wir uns erstmal noch unser Schiff. Ich glaube, ich werde den Piloten dann vorerst auch gar nicht mehr leveln, denn das macht irgendwie doch keinen Spaß dann. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Unsere Yasur, die lassen wir jetzt einmal. Poppen. Da ist er in Argon Prime. Da müsste jetzt erstmal noch ein Pilot mit drauf. Guck mal gerade, ob wir hier irgendwas an Personal haben. Kann ich helfen? Ja, dann holen wir den. Einmal auf die Azur. Verstanden. Dann bitte aber auch jetzt nichts mehr gelevelt, denn das ist zu schade für die Seminare. Lassen wir dann wirklich nur auf den Zerstörern. Werden wir den jetzt erstmal nochmal umrüsten. Das heißt, einmal Gefechtsantriebe, Schilde. Ja, da weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich dann nehmen soll. Aber ich glaube, wir lassen einfach die drin. So, dann machen wir hier andere Waffen rein. Komplette Computerladung. Erweiterte Satelliten ein paar Stück mitnehmen. Ja, das sollte eigentlich erstmal reichen. Elektronikkomponenten, da fehlt es jetzt gerade. Lassen wir dann. Eine Ares in gesegnete Vision ist fertig. Das heißt, die können wir im Grunde hier nochmal auf die B-Mod mit draufsetzen. Wir haben ja hier irgendwo eins zu wenig. Wir lassen die B-Mod jetzt mal hier ein bisschen weiter fliegen. Und wir lassen alle Schiffe starten. Dann sehen wir am ehesten, welche wir da reparieren müssen. Dann brauchen wir da jetzt nicht noch alle durchzublicken. Da wir jetzt eh hier nichts großartig machen werden, ist das auch okay. Okay, so, die kann da jetzt im Grunde stehen bleiben. Warten, bis alle abgedockt sind. Fehlen noch. Scheint aber nur das eine Schiff hier zu sein. Na, wir warten mal noch kurz ab. Okay, dann werden wir die Ares reparieren.
Das sieht doch erstmal gut aus. Finanzcheck. Ja, ein bisschen was haben wir da nochmal. Gucken wir mal gerade hier nochmal. Oh, machen wir da mal nochmal. 2 Millionen damit drauf. Also genau muss es nicht sein. Werden wir auch jetzt mal ein bisschen Geld ersparen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Phoenix aus? Ist die denn mittlerweile mal fertig? Die wird gerade abgerüstet. Ich weiß gar nicht, haben wir das Geld schon erhalten? Werden wir gleich sehen. Können wir die auch noch verkaufen? Wir lassen jetzt die Schiffe wieder andocken. Beziehungsweise er repariert sich hier noch einmal. Warten wir einfach noch mal kurz. Ja, wir gehen mal hier ans Pult. Dass wir jetzt die Phoenix direkt wegbekommen. Fertig. Das heißt, die können wir jetzt hier direkt verkaufen. 5,6 Millionen. Wo bekommen wir denn am meisten? Können wir das da oben nicht verkaufen? Schifft. Wollen das nicht? Komisch. Ah, da fehlt uns leider noch die Schiffswerft. Der Antigone aus. 4,7. Sigaris. 5,4. Das macht jetzt alles keinen Unterschied mehr. 6,5 bei den Baronen. Dann geben wir das Schiff dorthin ab. Wäre ganz froh, wenn die Ares mal gebaut würden. Die Reparatur ist abgeschlossen, das heißt, wir werden jetzt auch die Schiffe nochmal landen lassen. Denn wir wollen da keine flugfähige Flotte in dem Sinn haben, sondern wirklich einfach nur Reservematerial, falls wir da mal wirklich Probleme bekommen. Ist die Yasur denn mittlerweile fertig? Ne, leider immer noch nicht. Ein bisschen anstrengend. Dann werden wir die vielleicht einfach woanders aufrüsten. Weil die zu dem Hop hier runterfliegen. Werden wir eben dort. Fehlt ja auch schon alles. Sieht's aus an der. Ne, da fliegen wir auch nicht hin. Wir haben hier noch einen Ausrüstungsdock, das da ganz alleine rumsteht. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück. Hier vielleicht noch ein paar Ressourcensonden, so für ab und zu. Ja, das sollte passen, dann rüsten wir die eben dort um. Und wir werden jetzt wieder Transporter einkaufen, das heißt 3 Stück, um die hier zu ersetzen. So, Hermes, also 3 Stück fehlen grundsätzlich. Drei Stück fehlen überhaupt. Hm.
kaufen wir 7. Kommen sie noch einen mehr? Haben sie insgesamt 11? Dürfte auch eigentlich weit passen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier endlich mal den Bau fertig bekommen. Was fehlt denn da? Bild- und Elektronikkomponenten. Haben doch noch eine Helios frei. Hab noch diese ganzen anderen Sachen damit dabei. Jetzt hier. Auch überall diese nervigen Parkschiffe hier. Und sogar hier die Station an. Den sollten wir mal helfen gehen, einfach, dass die da in Ruhe arbeiten können. Werden wir auch machen. Wir schieben unsere Behemoth mal darunter. So, wir sitzen ja mitten drauf. Einfach mal hier hinstellen. Fliegen wir auch gleich mal noch hier runter und gucken uns das mal an. Hätten wir denn hier das K-Cluster schon gefunden? Nee, ne? Leider nicht. Mal zwei Hermes als verteilen. Und dann noch eine Hermes auf die 1 mit drauf. Scheinen noch hier alle sehr aktiv zu sein, dass man da auf Anhieb sieht. Und hier einige Falken hier angedockt. Und ja, okay, wir sind auf jeden Fall jetzt mit der Behemoth unterwegs. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier irgendwie pushen können mit der Helios. Können wir denn da verkaufen hier mit dem Raum hier? Kommen wir die Antriebsteile los und die Elektronikkomponenten. Nee, wir machen das anders. Ich soll das einfach hier der Schiffswerft übergeben. Wir produzieren die Waren auch. Elektronikkomponenten, die könnten wir ja eigentlich mitnehmen. Da sind aber auch keine mehr da. So, Mikrochips geben wir ab. Quantumröhren geben wir ab, das Kühlmittel geben wir ab, sowie die veredelten Metalle, dann ist das Ding auch so gut wie leer. Wir können jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo anders noch Elektronikkomponenten erhalten. Gucken wir, wo wir noch Schildkomponenten herbekommen, da liefern wir die Waren eben manuell ab. Schiffe direkt gebaut werden. Dann können wir da einen Haken dran machen. Ah, hier in der Handelsstation, da gibt es doch genug Schildkomponenten. Und dann kann der das hier alles einmal übergeben. Aber hier ist eigentlich doch genug da, ne? Aber das sind die zwei Sachen, die fehlen.
So, jetzt mal gerade gucken, haben wir da jetzt genug Schildkomponenten mitgenommen? 566. Oh, das passt genau. Ja, das sollte passen. Wenn wir jetzt hier eben Transporter verlieren, dann ist das so. Aber wir können zumindest mal unsere Station prüfen. Wie sieht es denn da mit der Versorgung aus? Das funktioniert eigentlich echt gut. Wir produzieren auch viele Waren. Und so langsam, ja, Windhalle sind viele da. Wir könnten überlegen, ob wir vielleicht noch Nanotronik anbauen. Bräuchten wir die noch nicht mal selber einzukaufen. Wäre natürlich optimal für zukünftige Stationen. Sagen denen die Finanzen. Seht, wir brauchen eigentlich keine Miner mehr irgendwo rumfliegen zu lassen. Wir haben das hier ganz gut versorgt. Sparen auch noch Geld zusammen. Für dann unser Raumdock später auch zu bauen. Brauchen wir, glaube ich, um die 220 Millionen ungefähr. Eigentlich sind wir denn? Ja, der ist noch unterwegs. Fliegen da jetzt einfach gemütlich mit. Mal gucken, ob wir die Ares schnell bekommen. Hier haben wir noch eine Kestrel rumstehen. Das ist für die Satelliten. Der Naga hier, ja, mitten im feindlichen Gebiet. Die Azur ist fertig. Können wir doch mal auf die Behemoth einfach andocken lassen. Ist sie auch wieder bei uns. Und mit den Bussard und Tacoba, da bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Die nicht wirklich ersetzen sollen. Gerade, ja gut, die Tacoba sind halt echt schnell. Das ist halt der Vorteil an den Tacoba. Zum Abfang finde ich die gut. Bussard vielleicht dann doch gegen Kalis austauschen, wäre jetzt noch die Idee. Wir könnten uns auch prinzipiell, wir wollen nicht auf die Schiffswerft aufs Raumdock, ich weiß gar nicht mehr, das war bei den Terranern oder was bei den Sigaris. Jetzt wir uns vielleicht mal eine Katana noch gönnen, die sind halt auch ziemlich schnell. Oder eben Hydra. Kommen zwei Schilde mit drauf. Wir gönnen uns jetzt wirklich mal ein paar Hydra-Schiffe. Barracuda würde ich halt auch gerne mal im Einsatz sehen, ne? Vielleicht, lass uns die mal anschauen. Welche Schilde können die denn tragen? Die können auch drei Schilde tragen. Was mir gut an den Schiffen gefällt, sind eigentlich diese Ionen-Gatling-Waffen. Geschwindigkeit, tja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil an denen. Die eignen sich halt wunderbar, ähnlich wie die Katana. Hätten eigentlich auch die besseren Waffen. Mehr Schild. Lass uns mal schauen, was das Ding kostet. Jetzt wirklich voll ausstatten mit der Schienenkanone. Kommen wir pro Schiff auf 8,2 Millionen. Und wenn wir jetzt hier noch den, ah, hier noch ein paar Basengeschütz hatten wir da immer gern genommen. Ist das schon ein teures Schiff. Hat aber eben halt vier von den ziemlich starken Waffen. Wir überlegen mal. Ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Antigone und Argon haben hier echt gut die Stellung gehalten bisher. Und wir schauen mal, ob wir unsere Behemoth, was den Rumpf angeht, vielleicht mal tunen. Das wäre dann aber erforderlich, dass wir da noch die Forschung hier weiterführen. Das sollten wir wirklich mal machen noch. Das macht auf jeden Fall noch Sinn.
Wir haben jetzt ja doch einige einzigartigen Bauteile. Das einzigartige Schiffs-Nanogewebe. Die Frage, ob wir das für diese B-Mod hier noch opfern oder einfach warten. Oder eben halt vielleicht so eine mittlere Sache hier mit einbauen und dann eben, wenn es Patch dann da ist, wenn wir die neue B-Mod dann uns nehmen, dass wir vielleicht dann wirklich wechseln. Bin dann noch ein bisschen unentschlossen. Weil die Azur ist da. Ah, die kämpfen ja an der Grenze. Wie weit ist denn die Helios überhaupt? Ah, die ist ein bisschen lahm unterwegs. Aber die Transporter sind hier alle ziemlich aktiv. Mal behaupten. Was wir auf jeden Fall auf den Schiffswerften noch brauchen, sind Biome. Nämlich sonst bekommen wir halt eben keine Besatzung nachher auf die Schiffe und müssten die immer bei irgendwelchen anderen Fraktionen halt eben bestücken gehen. Das ist dann ein bisschen nervig, aber macht jetzt auch keinen riesen Unterschied. Das können wir dann in leuchtendes Versprechen, da ist ja so ein Ausrüstungsdock, da können wir das eigentlich gut machen. Und jetzt, wo wir auch so viel produzieren an Waren, können wir überlegen, ob wir vielleicht hier mal noch eine Handelsstation für die Teladi hinbauen und da einfach Hüllenteile verkaufen. Obwohl, hier werden eigentlich Hüllenteile verkauft. Für 189 kann man sie verkaufen, werden sie verkauft und können wir eigentlich sogar einen Transporter anweisen. Wiederholungsbefehl machen. Hätte man das auch gut gelöst. Wir wechseln mal auf die Azur. Dann kann die B-Mod jetzt hier ihren Zug fahren. Okay, die guckt gerade an. Azur, Mark 1. Ich grüße dich. Kann ich helfen? Ah, so ein Grundlagenseminar wäre vielleicht gar nicht so schlecht für dich. Aber wir haben scheinbar überhaupt gar keine mehr. Sir? Weil das jetzt hier für das Schiff auch nicht unbedingt erforderlich ist. Wir schauen mal in die Forschung Rumpfmodifikation rein. Meriten werden streng reguliert, sind aber nicht illegal. Allerdings werde ich sie wohl bis weit über ihre normalen Operationscharakteristika hinaus beanspruchen müssen, um unsere gewünschten Ziele zu erreichen. Ich führe sie zu einem meiner Kontakte. Er ist ganz gut darin, gefährliche und illegale Technologien zu transportieren. Autopilot. Okay, dann fliegen wir dorthin. Wie weit müssen wir denn überhaupt fliegen? Okay, ins Teladi-Gebiet. Gut, ist ja kein Problem. B-Mod kann ja da in Ruhe weiterfliegen. Das mit dem Ares-Bau, das werden wir auch noch geregelt bekommen, sobald jetzt hier. Ja. Erreiche System. Weiter Kontakt. Die Waren eingekauft werden. Elektronikkomponenten sind ja schon dabei. Wir kaufen jetzt noch die Schildkomponenten, liefern die ab und dann denke ich, sollten die dann auch zeitnah gebaut werden. Und sobald die B-Mod da unten ist, hätte ich eigentlich gerne mal geguckt, dass wir hier diese blöde, nervige Kackgeschichte hier rausbekommen aus dem Sektor. Ich weiß noch nicht genau, wo das Cluster ist. Erreiche System. Aber Adäquas Entscheidung. Suchen wir dann einfach. Machen jetzt mal gerade hier noch für die Forschung die Quest fertig. Ja, dann genießen wir einfach mal den Flug. Oh, was sind hier? Autopilot ausgeschaltet. Hier. Ah, wir sind hier, okay.
Na okay, fliegen weiter. Eingeschaltet. Nee, er fliegt doch hier direkt rein. Autopilot eingeschaltet. Erreiche System, stiller Zeuge. Wenn wir mal gerade können, ob wir hier noch irgendwie, ja, bei dem Min haben wir noch eine Beförderung. Schiffsmodifikationsforschung sind wir dran. Handelsgilde hat hier noch einige Tests zur. Ja, das sind einfaches Schiffsnanogewebe. Haben wir fortschrittliches noch. Das bekommt man halt auch gut über Aufträge, diese Forschungsteile. 18 Milliarden. Ich brauche die aber nicht so massiv. Wir werden da wirklich unsere Primärschiffe, das heißt Träger und Zerstörer, ausrüsten, die wir selber auch fliegen wollen. Und für den Rest macht es auch nicht viel Sinn. Denn es ist nämlich immer problematisch, wenn der Träger schneller ist wie die Zerstörer. Ausgeschaltet. Dann kommen die immer erst hinterher nach und das möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Dann warten wir lieber. Gucken wir mal hier an. Der so sollte eigentlich keinen Befehl mehr drin haben. Hoffe ich doch. Die hat dann auch einen drin gehabt. Schön hier. Holen jetzt mal diese Naniten ab. Bist du wegen der Naniten hier? Ja. Bitteschön. Ich schulde dem Boronen einen Gefallen. Mach dir also keinen Kopf wegen der Kosten. Dir ist doch klar, dass das ohne passende Lizenz illegal ist, oder? Lass dich nicht damit erwischen. Er hat aber Boso was anderes erzählt. Yasur, Mark 1. Gucken wir mal ins Inventar rein. Sind die überhaupt hier angezeigt? Normal müssten sie das doch. Naja. Nein, jetzt erstmal nichts Rotes da drin zu haben. Und da geht's. Autopilot eingeschaltet. Ne, wir können das ja einfach machen. Ausgeschaltet. Brauchen ja lediglich hier zum Boso uns hin zu teleportieren. Klar, die haben aber erreiche einige Zerstörer System, mittlerweile. Profitabler Handel. Geben Boso mal die Naniten. Kann die Forschung hier direkt starten. Hallo auch. Nun denn. Jetzt sollten wir mit unseren Forschungen loslegen können. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Das heißt, die Forschung sollte jetzt schon direkt laufen. Erreiche dauert auch nochmal 10 Minuten. 18 Milliarden. Dann werden wir nochmal die Rumpfmodifikation durchführen. Denn das macht nämlich das Schiff ad A von der Hülle her stärker. Die Masse wird geringer, entsprechend ist das Schiff schneller und auch wendiger. Und das ist ein riesen Vorteil. Gerade wenn man da mit einem Zerstörer unterwegs ist. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Helios ist ja hier auf dem Weg, um die Waren zu verkaufen jetzt. Da wir jetzt eh warten müssen, bis die Forschung fertig ist, würde ich sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier in den Sektor rein. Teilen das jetzt hier mal mit dem Leitsystem an. Autopilot eingeschaltet. Und kümmern uns mal um die Kark, suchen das Cluster und dann schicken wir die Syn dorthin. Dann kann die sich um das Cluster kümmern. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Es dauert zwar relativ lange, aber die Cluster haben in der Regel, zumindest mal was ich kenne von früher, keine Verteidigung gehabt. Na, wir werden sehen. Profitabler Handel. Da ist wieder eine Hermes Hops gegangen in 18 Milliarden. Das ist echt nervig hier. Dein Schiff gehen immer Hops von einem. Oh, da ist eine Behemot.
Ja, vielleicht sollten wir die Behemoth auch zerstören. Denn die Übernahme, die wird kaum möglich sein in einem Fraktionssektor. So, wir sind, ja, wir sind gleich schon da. Das ist auch nochmal so ein Plünderer hier, ne? Überall sind diese Schiffe hier unterwegs. Auch wieder eine Behemoth. Werden wir aber auch hier schlecht übernehmen können. Erreiche System. Nopileus Glück. Wir könnten es grundsätzlich versuchen. Wir werden jetzt mal einen Bussard anweisen, auf der Behemoth hier zu landen. Erreiche Nopileus Glück. 2. Königinwächter. Da sind ja einige Parkschiffe hier. Jäger, Königinwächter. Auch viele. Ja, wir boosten uns jetzt hier mal weg. Immer außer Range raus. Lassen jetzt erstmal. Wir sind ja schon in dem Sektor drin. Knüpfen uns den hier mal vor. Autopilot eingeschaltet. Die Kargschiffe sind echt nervig. Das ist unsere B-Mod. Ist praktisch schon am Ziel. Wir werden jetzt die ganzen Ares hier uns nehmen. Wir können dann einmal hier alles angreifen in Reichweite. Ebenso hier am Schiff. Autopilot ausgeschaltet. Schwarmwächter. Den hätten wir schon mal. So, mal gucken. Die Ares müssten hier auch gleich ankommen. So, ein Piratenschiff. Da sind einige. Anstrengend. Hier guckt man, wie viele da sind. Wir machen hier die ganze Station nach und nach platt. Aber wir haben das Cluster bisher auch noch nicht wirklich gefunden, ne? Das Problem ist auch, es ist recht schwierig, das hier in dem Sektor zu finden, weil es wird irgendwo am Rand sein. Und genau das ist das Problem. Wir gehen jetzt mal den Rand an. Wenn wir Glück haben, sehen wir es schon optisch. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir hier mit der Yasur unterwegs sind. Die ist halt relativ schnell. So, unsere Ares werden jetzt hier das Ganze mal regeln mit den Kargschiffen. Das sollten die eigentlich jetzt problemfrei hinbekommen. Was war denn da gewesen? Autopilot ausgeschaltet. Wir scannen jetzt hier einfach mal noch. Ganz so einfach. Wir werden jetzt den Rand abfliegen und immer mal scannen. Autopilot eingeschaltet. Ihr seht sogar das kleine Stück hier. Sind schon 400 Kilometer. Der Sektor ist halt echt mega groß.
Vielleicht ist es auch hier oben irgendwo. Ich. Keine Ahnung. Autopilot ausgeschaltet. Dann war die nächste Position an. Autopilot eingeschaltet. Ansonsten werden unsere 8 Ares das ja eigentlich locker schaffen ein. Die sind ja auch nicht viele. Ich meine, brauchen wir jetzt um die Ares uns eigentlich keine Sorgen zu machen. So, die fliegen jetzt als nächstes den Bereich an. Den ziehen wir jetzt einfach hier runter. Wir setzen hier noch einen drauf. Autopilot ausgeschaltet. Oben werden wir noch einen versetzt setzen, dass wir die Stationen, die machen wir dann, wenn, dann danach. Mit unseren anderen Schiffen aus. Weil die Ares werden jetzt hier schon gebaut. Die sind dann auch gleich fertig. Super. Was hat es also gebracht, hier den Bedarf zu decken? Ausgeschaltet. Aber auch hier ist nichts in Sicht. Steuern wir jetzt den nächsten Punkt hier an. Nee, das werden wir nicht mit dem Autopiloten machen. Bitte hier. Sind hier nochmal hops gegangen. Oh, die Xenon haben den Sander zerstört für unsere Hüllenteilefabrik. Den kaufen wir mal nach. So, machen wir hier einfach mal nochmal. Machen wir da mal Flak drauf. Wo kaufen wir den ein? Wie liegt der denn da? Ach, wir fliegen jetzt doch diesen dummen Highway an. Aber eigentlich ist mein Plan. Ich glaube, hier wird auch nichts sein. Fallen einfach mal hier die Station an. Pharmazieproduktefabrik. Gucken, ob wir hier das Cluster finden oder ob es wirklich vielleicht sogar hier in dem Sektor noch was ist, weil hier haben wir auch einiges an Kark, aber. Eigentlich verstärkt. Was machen unsere Ares? Meine Forschungen sind zum Abschluss gekommen. Nehmen wir die da oben rein. Forschung ist durch. Wir machen jetzt direkt die nächste Rumpfmodifikation. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Scannen einmal. Mega anstrengend hier. Ja, weiter geht's. Wahrscheinlich hier irgendwo am äußeren Rand sein. Leerer Raum. Aktivieren den Autopiloten, dass wir da jetzt nicht vorbeischießen. Guck mal gerade Ars hier. Ja, resetten das hier mal ganz kurz. So, die sollen hier einmal angreifen. Anschluss einmal den Wächter und den Wächter zerstören. Ja, und sollten sie aber eigentlich auch zerstören.
Nehmen wir den mal mit ins Ziel, einschließlich den beiden. Dann machen wir es eben so, wenn die so oft hier Position wechseln. Oh, da haben wir sogar ein Xenon-Schiff. Auch mal was Neues. Wir scannen. Nix Cluster. Vielleicht wirklich erst anderen Teil anfangen soll. Ja, nochmal 500 Kilometer ist ein gutes Stück. Der Sektor ist halt total groß, aber mit der Yasur ist das eigentlich machbar. Ich meine, wir würden es ja eigentlich so schon sehen beim Vorbeifliegen. Wenn hier jetzt irgendwas wäre, ich denke nicht, dass das so weit außerhalb des Sektors dann noch ist. Aber vorstellbar wäre es. So, wir haben hier einmal 4 Ares gesegnete Vision. Einmal auf die B-Mod Verteidiger. Mal die setzen, mal machen 8er Staffeln draus. Jetzt haben wir zu viel zum Konfigurieren. Den hier nicht, das ist der alte. Einmal die Gamma-Staffel. Dann haben wir jetzt hier schon mal ein paar mehr Schiffe mit dabei. Fallen jetzt mal hier unten das an. Autopilot eingeschaltet. Raum. Einmal 850 Kilometer. So fliegt hier am besten gar nicht mit so einem langsamen Schiff rein. Da kommt ihr niemals mehr an. Wir können ab und zu mal scannen. Autopilot ausgeschaltet. Falls dann doch irgendwie wirklich massiv außerhalb noch was wäre, dann hätten wir zumindest mal 300 Kilometer gescannt, aber das ist halt in dem Sektor hier so gut wie nix. Aber wir würden es eigentlich sehen, also. Ich glaube aber schon fast gar nicht mehr, dass die hier in dem Sektor überhaupt sind. Haben wir jetzt hier auch noch Piratenschiffe aktiv? Autopilot ausgeschaltet. So, wir gucken mal, was unsere Ares hier treiben. Greifen jetzt hier erstmal die Kargschiffe an. Schon einige, ne, die wir hier aufs Radar bekommen. Gut, wir peilen jetzt hier die nächsten Ecken nochmal an und dann bin ich langsam ratlos. Dann müssen wir wohl doch woanders schauen. Autopilot ausgeschaltet. Einfach immer mal scannen. Aber wie es scheint, wird es hier im Sektor gar nicht vorhanden sein. Leerer Raum. Ich vermute, dann wäre hier auch die Qualle schon längst angegriffen worden. Das wird hier nichts. Wir fliegen hier in den Sektor. Autopilot eingeschaltet. Hier der Freibeuter, der will es, glaube ich, auch wissen. Autopilot eingeschaltet. Zwischenzeit. Wir gucken nochmal auf unsere Finanzen. So, Baubudget, das erhöhen wir nochmal auf 2 Millionen. Ungefähr. Ja, das passt.
Autopilot ausgeschaltet. Der Pirat kämpft gegen den. Ja. Minotaurus, Schwarmwächter. Minotaurus, Plünderer. Hoppla. Ihr seht, man kann halt auch relativ viel machen, ohne irgendwelche Plots oder ähnliches zu spielen. Schön ist, dass mit unseren Schiffswerfen das läuft eigentlich von allein. Kraftet mein Konto nicht. Okay. Wir sammeln die Ware noch ein. Obwohl ich das eigentlich besser vermeiden sollte, glaube ich. Hatten schon mal eine Yasur verloren. Schwarmwächter. Okay. Kestrel, Verteidiger. Wo will er hier hin? Okay, die greifen jetzt hier noch die Kackschiffe an. Da unten hätten wir auch noch zwei. Die sind auch schon markiert. Sollten wir eigentlich alles haben. Wo die Kestrille hin will, das ist noch so die Frage. Vermutlich, die wechselt den Sektor. Die Piratenschiffe sind echt nervig. Discoverer, Verteidiger. Auch relativ schnell unterwegs. Quatsch, die Live-Ansicht wollte ich gar nicht. Als System hätte ich gern gehabt. Eingeschaltet. Okay, die ist aus dem Reisemodus raus. Warum beschießt du mich? Ach, das ist bei Piraten immer eine gute Idee, finde ich. Oh.
Oh, der hat aber interessant. Ich glaube, der hat Schrot da drauf. Ja, dann machen wir das so. Irgendwie mit den Waren immer ein schlechtes Gefühl mittlerweile. Wir werden die Mine mal zerstören. Und ich glaube, wir können... So, die Ares sind unterwegs. Sind aber noch so viele Kargschiffe immer noch übrig. Wir müssen das Cluster finden. Ich weiß aber noch nicht genau, wo es ist. Ich denke, es ist hier im Sektor. Eingeschaltet. Highway. Auch nochmal ein Piratenschiff. Also, wir haben hier so massiv Piraten. Ich glaube, wir werden die Station hier alles zerstören müssen. Ich bin mir ein bisschen auf den Keks, das Ganze. So, die sind jetzt gleich alle auf dem Weg zurück. Ich glaube, das brechen wir auch einfach ab. Wir rufen die alle zurück. Das heißt, die ganzen Ares brechen jetzt ihre Befehle ab. Erreiche Nopileus Glück. Fahren mal einen Scan. Ich glaube, wirklich gescannt hatten wir hier auch noch nie. Bisschen falsch. Was haben wir da? Unbekannte Station. Was haben wir da oben? Das sollten wir uns mal anschauen. Abgesandter der Boronen, fliehen Sie! Es ist eine Falle! Da ist er. Der Abgesandte der Boronen. Jetzt können wir sie beide erwischen. Wo? Oh. Leerer Raum. Autopilot. Eingeschaltet. Irgendwas erhalten. Autopilot. Ausgeschaltet. Aber kein boronisches Schiff, aber das wäre hier gewesen. Ich glaub, wir werden uns das hier angucken. Demeter, Angreifer. Freund-Feind-Mine. Die fliegen auf uns zu. Freund Feind. Freund Feind Mine. Freund Feind Mine. Demit. Auf Wiedersehen. Denn da halt. Können wir uns anschauen. Pegasus, Verteidiger. Gestreute des Heiligen Ordens, okay. Autopilot, ausgeschaltet. Machen wir das doch einfach. Oh, hier ruckelt es gerade. Hm? Ein mächtiger boronischer Krieger und Gesandter. Ich werde die Geschichte Ihres Heldentums weitergeben.
Ich danke Ihnen für meine Befreiung. Ich mache mich auf den Weg, um meine Pflichten am Hof Ihrer Majestät zu erfüllen. Freut mich. Großartige Arbeit. Ich habe die Situation an das Königinnenreich weitergegeben und der paranidische Diplomat reist nun ungehindert weiter. In Ihrem Missionsmanager finden Sie weitere Aufgaben. Okay. Das ist neu, das kannte ich noch gar nicht. Ich werde es aber trotzdem erstmal speichern. Irgendwie ruckelt es mir hier gerade zu viel und nicht, dass hier noch unser Stand hier abstürzt. Eine weitere Aufgabe, jetzt bin ich gespannt hier. Wer kennen wir eigentlich? Den können wir noch. Ne? Ah, das hier ist eine Sache, aber. Ich glaube, das ist das hier. Aber die Mini-Quest hier, die war neu. Die kannte ich noch gar nicht. Hier kann jetzt weiterfliegen. Dann fliegen wir jetzt mal zu dem Sektor. Achso, ja gut, wir haben ja auch 4 Schiffswerften. Keine Wunder, dass das anfängt zu rückeln. So, das sieht aber wie eine normale Station da hinten aus. Inklusive einem... Was für ein Schiff hier? Direkt kehrt machen. Ich hab da was gesehen. Phoenix. Ah. Ehrlich gesagt, überhaupt keine Lust, mir das anzutun mit dem Phoenix. Lassen wir doch unsere Sinn das Ganze hier machen. Wie sollte das eigentlich ohne Probleme hinbekommen, bevor die wieder irgendeine dumme Station anfliegt und uns ärgert. Ja, so, was haben wir da oben? Unbekannte Station. Gehen wir auch mal hin. Irgendwo muss ja dieses dämliche Kackcluster sein. Wir scannen hier noch einmal den Raum. Ob da ein Cluster ist oder da müssten eigentlich mehrere. Ne, da ist eine Station. Zün. Ja, können wir uns mal hier anschauen. Ja, die Zün müsste in Plasma-Reichweite fliegen. Guck mal, unser Scan hier hinten. Och, nett. Denn die Phoenix da überhaupt hin? Oder die will hier in den nächsten Sektor rein. Oh, da haben wir eine Hatikba-Station. Wir werden es mal beobachten. Ja, die fliegt da durch. Dann lass das Ganze.
Solange der Plünderer hin zu irgendeiner Station von uns fliegt, ist mir das eigentlich erstmal noch egal. Fliegen wir jetzt mal in den südlichen Bereich des Sektors. Wie viele Kilometer sind das? Ungefähr das mit der Scannerreichweite beachten. Werden wir jetzt auf halbem Weg ungefähr nochmal einen Scan reinschmeißen. Mal hier irgendwo was finden. War doch auch irgendwas. Da sind auch schon Kargschiffe. Auch wieder. Eieiei. Überall sind Piraten hier. Wir werden uns mal die Piratenstation irgendwann vornehmen. Mich nervt das hier total mit denen. Auch wieder so ein Parkschiff, das ist ein Datentresor noch. Noch eine Station. Leerer Raum. Ist auch gar nicht. Dann könnte das denn noch sein? Wenn wir hier so einen massiven Befall haben, würde ich eigentlich erwarten, dass wir auch irgendwo was finden. Leerer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Was haben wir da hinten noch? Da ist doch auch noch irgendwas. Oder ist das hier von dem Planeten? Ja, scheint so. Jetzt müssen wir eben Schiffe kaufen, die hier irgendwie, keine Ahnung, das verteidigen. Mich nervt es halt, dass die Transporter dauernd zerstört werden. Sind zwar günstig, aber Laster weg wäre, wäre ja auch gut. Aber das scheint hier nicht zu sein. Wir fliegen jetzt hier mal noch die Station an. Schade, dass wir hier echt nichts finden. Einfach der Befall so massiv ist. Eine Piratenstation vermutlich oder Hatikva. Durch die Gnade Ihrer Majestät empfangen Sie nun die königliche Sendung aus dem Königinnenreich von Boron. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihre Majestät Königin Polyphades anzukündigen. Ich bin erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass das Reich erfolgreich diplomatische Beziehungen sowohl zum Gottesreich von Paranit als auch zum Heiligen Orden des Pontifex aufgenommen hat. Wir streben eine weitere Zusammenarbeit zwischen unseren Völkern an und arbeiten gemeinsam auf eine friedliche und blühende Zukunft hin. Es ist höchst erfreulich zu sehen, dass meine paranitischen Geschwister ihre Beziehungen zum Königinnenreich normalisieren. Streichen Sie sie von der Liste. Ach, das war von dem Typ. Okay, also das ist dann... Ja, das ist dann aber aus dem Boronen-DLC. Das hier überall werden uns hier drangsaliert. Das nervt mich. Hm. Eben die Ares wieder raus. Hier ist auch der Plünderer. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich hierzu sagen soll. So Probleme mit Piraten, Kaki in den Sektoren hatte ich noch nie. Wir werden jetzt unsere Sünder drauf ansetzen. Die soll sich mal da um den Phönix da kümmern.
Weil das hier, das nervt echt. Oh, das ist ein Tyranner. Die Ares, die fliegen schon durch. Das sind unsere ganzen kleinen Transporter hier. Die gehen hier halt hier an der Piratenstation. Hops. Wir müssen da unbedingt was machen. Guck mal an, wie viele da sind. Nervt mich. Was haben wir denn an Geld hier mal? Oh, wir müssen den Sander zuweisen. Ich will aber halt eigentlich keine Schiffe kaufen. Also. Den einmal der Hüllenteilefabrik zum Schürfen übergeben. Ist er denn die versorgt aktuell? Ja, das sieht eigentlich gut aus. Oben das da. Das ist halt für die kleinen Transporter echt mies. Die werden halt auch zerstört durch die Parkschiffe. Die kommen da einfach auch nicht mehr weg. Dieses ganze Gelump da oben ist. Ich glaube, wir werden hier mal ein paar Satelliten noch aufstellen. Das einfach besser sehen können. Eine Patrouille könnte man natürlich auch einsetzen, aber... Wenn die dann, je nachdem, wo die da im Sektor rumgurkt, dann kommt die ja auch gar nicht mehr wirklich an. Vermute, sind jetzt auch schon wieder einige Transporter dabei hops gegangen. Na, einer auf jeden Fall. Zweite, der wird es wohl auch nicht schaffen. Unglaublich. Wir werden gegen die L-Schiffe nichts ausrichten können. Das ist ja nicht das Problem, aber nerven tun sie ja trotzdem. Obwohl ihr Schild ja doch schon ganz schön runtergeht. Also toll finde ich das ja nicht. Dass das so viele auch sind und wie diese dumme Nest hier auch nicht in der Nähe haben, sondern scheinbar irgendwo anders ist. Geht mir mega auf den Keks hier. Hör schon mal an, der hat die Hülle hier schon ein gutes Stück verloren. Bringen wir in den nächsten Sektor rein. Ja, ja. Erreiche Nopileus Glück 6. Unsere Sündein, ne, die ist auch noch nicht durch. Erreiche Nopileus Glück 2. Aber sind doch halt unheimlich langsam. Brauchen da was anderes. Brechen das jetzt ab. Nervt's. Nervt's, ehrlich. Lassen wir jetzt zurückfliegen. Macht meines Erachtens so keinen Sinn. Wenn da jetzt welche hops gehen, dann ist es so.
Da wären jetzt die Katana eben ganz praktisch. Oder die Hydra. Haben halt auch die Geschwindigkeit. Oh. Schwarmwächter. Freundlicher Empfang hier. Ne, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wegkommen. Boah, Leute. So, jetzt reicht's. Ne, es reicht. Ich hab jetzt echt keinen Bock mehr. Das Ding ist nämlich, ich habe auf die Yasuo noch Cooldown. Das heißt, ich kann jetzt mir gar nicht mehr holen. 22 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt keine Yasuo mehr. Und das hier ist ja mal total ätzend gerade. Der dumme Zerstörer hier überall und... Nee. Das ist echt ätzend. Also, was haben wir denn hier an Geld? Wir haben jetzt natürlich nicht mehr allzu viel rein jetzt. Wir hatten jetzt ja eben schon abgezogen. Ich will Schiffe kaufen. Wir werden jetzt Schiffe kaufen. Was kostet denn jetzt so eine Dingsbums da? Sind eigentlich echt gut. Und nicht so teuer wie die... Ja, da können wir uns die Millionen hier locker sparen. Wendigkeit. Na, wir gucken mal. Schilde sollten wir draufpacken. Das macht schon was aus. Protonensperrfeuer oder Pulslaser, das ist jetzt hier die Frage. Vergleichen mal nochmal. 4,2. 2,8. Und die haben... Na, dann machen wir eben die drauf. Kommen die Impulslaser. 4,3 Millionen kostet das Schiff. Ah, es ist echt ekelhaft. Mal die mal eine gute Bestückung. Bin unentschlossen. Mal Katana kaufen oder was anderes. Die Hydra kostet das Doppelte. Ich glaube, ich werde es mir überlegen. Ich weiß es noch nicht. Noch unentschlossen, ob wir da M- oder S-Schiffe holen sollten, aber. Irgendwas werde ich machen. Das hier ist ja jetzt echt total mega mies. Wo ist denn unsere Sinn eigentlich? Die den Phönix da jetzt zerlegt? Nee, ne? Einmal Phönix zerlegen, bitte. Das Ding ist halt, Schiffe könnten wir mit dem Raumdock halt nachher einfach relativ günstig produzieren in der Masse. Deswegen will ich da eigentlich im Moment nicht das Geld ausgeben. Aber ich würde es jetzt gern aus der Emotion raus gerne ausgeben. Greifen die sogar unsere Sinn an. Ja gut, gegen die Schilde sollten sie eigentlich nicht ankommen, hier die Parkschiffe.
Aber den Phönix wird er auf jeden Fall zerlegen können. Was ein Schrott hier in dem Sektor. Das dumme Nest ja wenigstens finden würde. Aber scheinbar sind die überall. Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Ja, schön. Sind die schon gelandet, die Ares? Ne, die sind noch auf dem Weg, die kommen gerade. So, wir wechseln mal auf die Sinn. Ich will mir das jetzt hier angucken. Erreiche System. Nupileus Glück. Das ist der Phönix. Ja, da kann er auch mit den Hauptbatterien auf uns schießen. Wir machen das jetzt selber. Mich nervt das hier alles. Geh mal weg da. Phönix, Verteidiger. Das war's mit dem Phönix. Wir wechseln auf die BM-Mod zurück und werden auch die Sünden zurückziehen. Die dann nicht stehen lassen. Erreiche System, frommer Nebel. Jetzt noch Xenon-Schiffe, die unsere Transporter angreifen. Ich fix diese im Moment. Okay. Täuschen wir jetzt die Tacoba drauf. Der Hoffnung, dass sie das noch rechtzeitig schaffen werden. Wir haben aktuell kein Spielerschiff als S-Schiff, weil das wurde ja von den Kark zerstört. Also so gestört wurde ich selten hier im Spiel. Guckt mal das an, der wird hier bald hops gemacht, der Miner. Von den ganzen Karkschiffen. Ich weiß echt nicht mehr, was ich da machen soll. Ist unglaublich. Wir brauchen da. Ich muss das selber machen. Wir werden uns jetzt eine kleine Flotte zaubern und dann. Nee, egal, jetzt. Wir kaufen jetzt Hydra. Die werden auch direkt gebaut. So, Waffenkomponenten fehlen. Das fängt schon echt super an. Wie sieht's da aus? Oh, ist das jetzt? Dann werden es jetzt Katana, mir egal. Wir kaufen jetzt irgendwas. Ich kann Bock mehr. Oder sollen wir uns Nemesis kaufen? Wie schnell sind denn die? Haben wir ja eh nicht hier. Komm,
mag die Katana aber eigentlich nicht haben. Boah, ist das nervig. Dann machen wir es anders. Aare sind zu langsam, wir haben im Endeffekt nichts. Ich überlege mir das jetzt mal und dann gucken wir uns das einfach nochmal an. Sieht es mit den Xenon hier aus? Noch eine einsame Aris. Stimmt, die hatten wir ja auch noch. Ich grüße Sie. Ja Leute, was soll man machen hier? Ätzend, oder? Haben jetzt hier wahrscheinlich hier nochmal Schiffe verloren. Menge kleiner Hermes, die da hops sind. Geld. Das nutzt nichts, wenn ich das hier im 5-Minuten-Takt abziehe. Da kommt nichts bei rum. Sollen jetzt mal die Xenon da platt machen. Überall Piraten. Piraten, Piraten, Piraten. Wir wurden getroffen. Ja. Wer denn? Eine hier. Deswegen haben wir ja die Takoba dahin geschickt. Die sollten das jetzt eigentlich ja hinbekommen. Nur die M-Xenon-Schiffe. Der denn jetzt mit mir hinge? Was machst du denn hier? Bob. Ach, ein Gefängnistrakt. Super. Ja, da werden wir uns am besten gerade ein. Legen uns hier echt noch den Mineralienminer, ne? Erwarte Befehle. Was irgendwie am Plan. Kaufen jetzt die Katana fertig. Einzigen Schiffe, die direkt jetzt gebaut würden, dann. Also holen wir jetzt eben Katana, mir wurscht. So, das Ding rüsten wir mit Gefecht aus. Da holen wir jetzt das günstigere. Das kostet 1,2 Millionen weniger. Das Ding muss wendig sein. Das Ding braucht Schild. Er hat jetzt hier Protonen-Sperrfeuer. Was wäre denn... Ah, okay, da würde er das auswählen. Gut, wir machen aber trotzdem das so. Pulslaser machen wir drauf. Die Zimmer machen wir auch drauf. So, alles drauf. Service-Mannschaft mir egal. Bekommen wir. Kaufen jetzt 10 Stück von den Dingern. Fertig. Werden gebaut. Wunderbar. Ziehen wir jetzt hier in den Sektor rein. Mir reicht's. Jetzt zwar mega teuer, aber egal. Jetzt hier ein bisschen emotional. Das machen wir dann eben. Das so. Die Nemesis, das hätte alles viel zu lange gedauert und mir fällt jetzt auf Anhieb kein anderes sinnvolles Schiff ein, mit dem wir das hätten können jetzt erledigen. Die Katana hat Geschwindigkeit, die hat Waffen, die hat Schild. Ist cleverer als die Aris und unser Miner hier
hat es gleich hinter sich. Wir gucken jetzt mal, ob wir mit der Kestrel hier zumindest mal Satelliten aufsteuern. Das schafft ihr auch nicht. Kannst ja auch verbrennen. Wir fliegen jetzt mit unserer B-Mod dorthin. Nutzt ja sonst nichts. Haben wir im Moment mehr Stress wie in allen anderen Sektoren. Ich meine, da unten gibt es ja auch immer wieder Probleme. Oh Gott. Ich krieg die Krise hier mit dem Kargschiff, wenn jetzt mal ohne Witz. Guckt euch das mal an. Wie viele Schiffe haben wir gar nicht, um die hier alle. Hier gerade vorbei. Ach, das sind die Tacoba. Ja, dann müsst ihr nachkommen. Und das machen wir jetzt anders. Die lassen wir jetzt hier landen. Jetzt werden die nämlich gleich von den Kackschiffen zerstört. Sprungtor, Nopileus Glück. Durch die Gnade Ihrer Majestät empfangen Sie nun die königliche Sendung aus dem Königinnenreich von Boron. Mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihre Majestät Königin Polyphenes anzukündigen. Nach so vielen Jahren der Zerrissenheit ist es höchst erfreulich, die Wiederaufnahme unseres ältesten und engsten Bündnisses verkünden zu können. Wir begrüßen die Hand der Freundschaft der Argonischen Föderation. Gemeinsam werden wir die bilaterale Kampfgruppe gründen. Diese so, auf in den nächsten Sektor. Ja, Kark, kommt alle zu uns, da seid ihr gut aufgehoben. Aber die verfolgen ja lieber das andere Schiff hier. So, was mit den Katana? Wir werden jetzt zu unserer Abfangflotte. Wir haben hier eine richtige Plage.
vermute, der wird den Sektor vielleicht noch verlassen. Okay, wir kommen gar nicht erst in den Reiseantrieb rein. Das ist aber nicht schlimm, wir bleiben jetzt hier stehen. Wir lösen jetzt hier das Problem. So, was haben wir denn an Schiffe? Wir haben die Ares-Staffeln, abfangen. Und mal gucken, vielleicht lassen wir die dann auch raus. Irgendwo mal anfangen. Wir warten jetzt, bis die Katana da sind. Dürften eigentlich gar nicht so lange brauchen. Die Flak kommt zumindest mal damit klar. Wie lange brauchen denn unsere Katana noch? Ja, die sind unterwegs, klar. Na gut, Momentchen werden sie noch brauchen. Wir müssen hier dann auf jeden Fall jetzt mal uns um die ganzen dummen Kargschiffe hier kümmern. Vor uns noch unnötig L-Schiffe vor allem hops gehen. Darum müssen wir uns kümmern. Das will ich so nicht laufen lassen. Wir werden hier auch noch... Das können wir ja schon mal machen. Mal hier mal einen Überblick. Satelliten aufstellen. Weiß ich gar nicht, ob die da mit in den nächsten Sektor rüberfliegen. Haben wir in Stationsnähe eigentlich keine Probleme? Wir haben auch hier mal einen Satelliten hier aufgestellt gehabt mit unserer Kestrel. Gut, da müssen wir jetzt kurz warten, weil die Abfangjäger, die wären jetzt wirklich echt cool. Und die können wir dann auch mal einfach so außen vor da irgendwo hinschicken. Kostet zwar jetzt einiges, aber haben wir jetzt auch mal ordentliche Schiffe, mit denen wir das hier machen können. Den Ares wird das nichts, die sind einfach zu langsam. Holen das einfach nicht auf. Das dauert viel zu lange. Interessanterweise sind die Kark auch gar nicht an uns interessiert, sondern fliegen wirklich die ganzen, ja, Beine an. So werden wir das machen. Guck mal, wir lassen jetzt die Takurba hier nochmal zurückfliegen. Das sollten die eigentlich auch hinbekommen. Ist ja auch jetzt in unserer Nähe nichts. Da haben wir die ganzen Kargschiffe. Mal kurz beschleunigen. Jetzt würde mich schon interessieren, ob die jetzt zu uns kommen. Mich freuen. Ne, die gehen nur auf die ganzen kleinen Schiffe. Rechen. Jetzt verfolgen sie die Katana, die Takobas. Schwarmwächter. Das wird
haben uns getroffen. Ja, am besten geht die auch noch down. Erwarte Befehle. Ja. Wir machen das so. Wir machen hier in der nächsten Folge genau an der Stelle weiter. Haben wir es doch relativ lange gespielt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal haben wir die Plage hier endlich weg.